Ja, Vigo TV steht heute ganz im Zeichen von Winter und Weihnacht, aber natürlich kommt auch die Gesundheit nicht zu kurz. Wir sind hier heute zu Gast auf dem Gertrudenhof in Hürth, einem echten Erlebnisbauernhof, wo man Tiere streicheln kann, wo man jetzt natürlich Weihnachtsbäume kaufen kann, wo man vor allem aber ganz viel knackfrisches Obst und Gemüse bekommt. Eine vitaminreiche Ernährung stärkt ja bekanntlich die Abwehrkräfte und das ist besonders jetzt im Winter wichtig, denn Nässe und Kälte machen uns anfälliger für Infektionskrankheiten. Und das Angebot hier auf dem Gertrudenhof, das zeigt eben, dass die Vitaminbomben im Winter gar nicht unbedingt aus exotischen Ländern kommen müssen, sondern dass es auch hierzulande ein wirklich ganz tolles Angebot an frischem Wintergemüse aus heimischem Freilandanbau gibt. Wirsing, Weißkohl oder Brokkoli. Wer denkt, von November bis ins Frühjahr ist im Gemüsebeet nichts zu holen, der liegt vollkommen falsch. Denn hier trumpft momentan das Wintergemüse auf. Frost, Kälte und Nässe können ihm nichts anhaben, sondern steigern oft sogar den guten Geschmack. Bis in den Winter hinein können viele Sorten ganz frisch geerntet werden. Während der weißen Rotkohl ja jetzt schon sein Winterlager gefunden hat bei uns, wird der Grünkohl und der Wirsing wirklich jeden Morgen frisch geschnitten. Auch bei klirrenden Temperaturen geht es dann mit dem Traktor raus aufs Feld. Aber besser kann es ja gar nicht sein. Frisch vom Feld hier in den Laden rein und dann zu Hause weiterverarbeitet. Während das Sommergemüse zwar abwechslungsreicher ausfällt, sind die Lagerungsmöglichkeiten bei den Wintersorten deutlich besser. Und sie sind echte Vitaminbomben. In Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen steht das heimische Wintergemüse dem aus fernen Ländern in nichts nach. Jetzt gerade im Winter braucht man Vitamine und frisch vom Feld. Das Gemüse hat natürlich am allermeisten Vitamine. Jetzt der Grünkohl, der Wirsing, aber auch der weißen Rotkohl, den wir jetzt im Herbst eingelagert haben und der die Vitamine gut speichert und dann den ganzen Winter noch erhältlich ist. Der hohe Vitamingehalt ist ein Vorteil. Der andere, der gute Geschmack. Ob deftiger Eintopf, leckere Aufläufe oder cremige Suppen, Kohl, Porree und Co. werden immer beliebter auf den Tellern der Deutschen. Wintergemüse war vor einigen Jahren noch so ein bisschen Oma-Gemüse, was eben viel Arbeit war und lästig war. Aber dank der ganzen Kochshows im Fernsehen ist dieses ganze Wintergemüse wiederentdeckt worden. Es ist richtig Mode überall. Wenn man schick essen geht, gibt es die alte Gemüsesorten wieder, die nicht nur viel Vitamine haben, sondern auch richtig lecker sind. Vor allen Dingen, wenn man sie neu interpretiert, eben nicht mit der fetten Soße, sondern ganz, ganz leicht. Ein Genuss, Wirsing mit Verfalle, ganz, ganz toll zum Beispiel. Doch nicht nur der Verzehr ist ein Highlight, auch ein Besuch auf dem Feld kann spannend und lehrreich sein. Und das in jedem Alter. Denn nicht jeder weiß, wie unser Gemüse eigentlich in seiner Ursprungsform aussieht. Wenn ich im Winter jetzt mit den Kindern auf die Gemüsefelder gehe, ist es besonders beim Rosenkohl immer sehr spannend, weil sie den erst gar nicht finden. Der ist ja so richtig versteckt unter den Blättern und so kann eben Gemüse ernten im Winter nicht nur kalt und ungemütlich sein, sondern ein spannendes Highlight auch für den Kindergeburtstag und als Event, das zu erleben, selber mal Kohl zu ernten. Und natürlich gibt es neben deftigen Leckereien in dieser Jahreszeit auch süße Gaumenfreuden. Frisch vom Baum kommt natürlich jetzt wenig in der kalten Jahreszeit und auch vom Strauch sieht es nicht besser aus. Aber die Äpfel, die ja im Herbst geerntet wurden, halten den ganzen Winter gute Vitamine und sind total lecker. Man kann ja den Bratapfel jetzt zu Weihnachten machen, ganz, ganz lecker, einen schönen Apfelkuchen backen. Und auch so ist der Apfel und die Birne nicht nur lecker, sondern auch richtig gesund, hat ganz viele Vitamine und Nährstoffe. Langeweile ist also in den kalten Monaten auf den Tellern nicht geboten. Unsere Gemüsesorten sorgen dafür, dass auch wir gut und vor allem gesund durch den Winter kommen. Und Peter Zenz ist jetzt bei mir, Inhaber des Gertrudenhofes und Landwirt des Jahres 2011. Schön, dass Sie da sind. Was tun Sie denn, um sich im Winter jetzt mit den nötigen Nährstoffen zu versorgen? Was wären Ihre Empfehlungen für den Dezember? Ja, hier im Winter braucht man eigentlich nur raus aufs Feld gehen. Da wächst nämlich noch eine Menge mehr, als man denkt. Nicht nur der Grünkohl, den wir eben schon im Beitrag gesehen haben, sondern auch der weißen Rotkohl. Der ist jetzt eingelagert, der ist den ganzen Winter noch erhältlich, liefert ein richtiges Vitaminpaket. Dann natürlich auch der Wirsing, der auch den ganzen Winter geschnitten wird. Aber auch, wenn es ans Obst geht, unsere heimischen Äpfel und Birnen, die haben richtig viele Vitamine. Der Rotkohl mit seinen sekundären Pflanzenstoffen. Apple today keeps the doctor away, sagt man. Da ist also ein ganzes Vitaminpaket im Moment noch vorhanden. Da braucht man also gar nicht dem Winter trotzen und sagen, es gibt nichts im Winter, sondern das Heimische hat noch richtig viele
Vitamine und gesunde Stoffe. Und es gibt genug. Nun sagen ja beim Thema Kohl, der in der Tat ganz, ganz viel Vitamin C hat, viele Leute vertragen das nicht so gut, weil es ja auch etwas blähend wirkt. Und der Geruch beim Kochen ist natürlich auch manchmal ein bisschen störend. Was kann man dagegen tun? Ja, man muss einfach beim Kochen so ein bisschen Fenchel, Anis oder Kümmel zusetzen. Dann wird das Ganze milder. Oder aber den Chinakohl verwenden. Der ist also viel milder, viel verträglicher, wenn man so ein bisschen empfindlicheren Magen hat. Mhm. Und einen Schuss Essig, glaube ich, ins Kochwasser. Das ist ganz mildert toll. Den Geruch. Genau. Also, ne? Da gibt es viele, viele Tricks. Und also Kohl hört auf jeden Fall jetzt im Winter auf den Teller und schmeckt ja auch einfach gut. Wenn man so kalte, graue Tage hat, dann so ein richtig schöner Grünkohl. Ist ja ein tolles Gericht auch. Ja. Jetzt verkaufen Sie hier auf dem Hof wirklich der Saison entsprechend. Nun hat ja nicht jeder die Möglichkeit, auf so einem tollen Bauernhof einzukaufen. Viele Leute kaufen ihr Obst und Gemüse im Supermarkt. Da gibt es das ganze Jahr über alles. Woher weiß man denn eigentlich, wann was gerade Saison hat? Ja, dann kann man sich auch so einen Saisonkalender runterladen. Findet man überall im Internet. Dann kann man auch schauen, was wann da ist. Oder einfach fragen, was ist denn hier heimisch? Direkt mal genauer gucken auf dem Schild, wo kommt es her? Und dann hat man auch die Vitaminportion von nebenan. Weil das ist kurze Transportwege, ist eben nicht nur gut für die Umwelt, sondern eben auch gut fürs Vitaminkonto des Obst und Gemüses. Danke, Peter Zenz, für den Moment. Ja, warum machen wir uns eigentlich zu Weihnachten Geschenke? Weil es das Fest der Nächstenliebe und des Teilens ist. Und dazu passt dieser Kühlschrank hier. Was hat es damit auf sich, Peter? Ja, Lebensmittel gehören auf den Teller und nicht auf den Müll. Und deshalb haben wir hier auf dem Gertrudenhof einen Foodsharing-Verteiler eröffnet. Denn über 50% der Lebensmittel wandern vom Feld bis hin zum Magen im Müll und nicht auf dem Teller. Und da wollen wir was gegen tun. Mhm. Und hier auf dem Kühlschrank kommen eben Sachen rein, die wir eben vom Hofladen nicht mehr brauchen können, aber auch die Leute vorbeibringen können. Das heißt, was kann man da jetzt alles reintun? Ja, wenn wir mal so reingucken, sind da halt zum Beispiel Radieschen drin, die schon ein bisschen welk sind, aber wo die Früchte noch gut sind und Kohl, der zu klein ist, der so nicht vermarktet werden kann. Aber eben die Leute, die vorbeikommen, die vielleicht in Weihnachten in den Urlaub fahren und noch was im Kühlschrank haben, die können das in hier reinlegen. Wer anders holt sich das dann raus. Es ist also nichts, was für Bedürftige ist, sondern hier geht es einfach darum, sich mal wieder bewusst zu werden, dass Lebensmittel Wert haben, auch über den Preis hinaus, der oftmals so klein ist, dass es eigentlich gar nicht wehtun würde, das Ganze wegzuwerfen. Das heißt, im Prinzip kann hier wirklich jeder mitmachen. Er kann was reintun und kann davon profitieren, indem er auch was rausnimmt. Was tue ich denn jetzt, wenn ich keine solchen Verteiler, solchen Kühlschrank in der Nähe habe? Das Ganze kann man eben auch online machen auf foodsharing.de. Das ist eine ganz tolle Plattform, wo man sich anmelden kann und Essenskörbe einstellen, aber auch abholen kann. Das Ganze ist für beide Seiten kostenlos. Und zum einen hat das natürlich die Komponente, Lebensmittel eben zu retten, dass sie eben nicht weggeschmissen werden, sich bewusst darüber zu werden, aber auch vielleicht wieder mit den Nachbarn kennenzulernen, der das dann abholen kommt und man kann dann abends Möhre und Gurke trifft Schnitzel zum Abendessen machen. Jetzt könnte ich mir vorstellen, auch hier bleibt noch was übrig. Was passiert dann mit diesen Lebensmitteln? Falls hier mal wirklich noch zu viel drin ist, dann arbeiten wir auch mit der lokalen Tafel zusammen und dann bekommen die das und dann geht es dann an die Bedürftigen und kann da verteilt werden, dass wirklich nichts im Müll landet, was hier einmal abgegeben wird. Ein ganz tolles Projekt. Dankeschön, Peter Zenz, und frohe Weihnachten für Sie und Ihre Familie.